Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Was? Es sind also alle von ihrer Suche zurück, aber niemand hat etwas gefunden? Wie enttäuschend. Tja, so ist es. Moment kurz. So, sorry, kurze Unterbrechung. Hey, wir waren in den östlichen Wäldern, ganz wie man uns aufgetragen hat. Aber hey, da war außer dem Wald überhaupt nichts zu finden. Oh ja, oh, und was die Kristallhöhle angeht, ja, war ja, oh, sie war randvoll mit Kristallen, aber oh, wenn das mal keine hübsche Höhle war, oh, sie war so hübsch, dass ich nie anders konnte, als mir ein Kristall mitzunehmen. Oh, wann hast du den aufgehoben? Ich war die ganze Zeit bei dir, ich habe nichts gemerkt. Beliza, unser Ziel war es, Zahnrad Zeit zu finden. Dieses Ziel zu erreichen ist uns allen nicht gelungen. Aber du hattest auch noch den Nerv, ein Souvenir mitzunehmen, das mit der Mission gar nichts zu tun hatte. Für wen hältst du dich? Ja, auf Weiher, hey, tut mir leid, ja. Ich wollte einfach einen klitzekleinen Schatz haben, das ist alles. 42, sage ich so gern. Unsere Anstrengungen haben keine Früchte getragen. Na, wie ärgerlich. Ich habe geglaubt, wir hätten an vielversprechenden Orten gesucht. Ich gebe meinem eigenen Unwissen die Schuld. Ich bin wirklich betrübt. Meine Güte, nein. Du darfst dir selbst nicht die Schuld geben. Wir haben unseren Plan doch deinem riesigen Wissen erst zu verdanken, Zwölfitzt. Nichtsdestotrotz waren unsere Anstrengungen umsonst. Das ist eine Tatsache. Aber wenn es sinnlos uns selbst... Aber es ist sinnlos, uns selbst die Schuld zu geben. Lasst uns den Plan überdenken. Wir werden uns morgen an eine andere Strategie überlegen. Ja, das werden wir. Auf dass wir das Problem gemeinsam lösen. So sieht es aus, Pokémon. Für heute haben wir genug getan. Rote Schaus bereitet euch auf morgen vor. Verstanden! Moment, ich muss mein Mikrofon mal eben ein bisschen anders hinrichten. Irgendwie. So, ich glaube jetzt. Jetzt ist gut, glaube ich. Schlaf, yeah. Mhm. Wir sollten uns auch etwas schlafen machen. Morgen wieder am besten Tag, ja. Der nächste Morgen. Aufgestanden hat dafür! Es ist morgen! Guten Morgen. Ja. Speichern und fortsetzen. Die S-Karte nicht entfernen. Nee, mache ich nicht. Wie käme ich zu diesem Gedanken? Irgendwie ist mein Mikrofon heute ein bisschen anders so. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das heute doof platziert. Ich weiß nicht warum. Aber egal. Egal. Ahem. Und dann sind wir wieder. Im Moment arbeiten der große Zwölfer sich an einer Lösung des Problems. Wir entwickeln unsere neue Strategie. Bis wir sie entwickelt haben, möchten wir, dass ihr auf eigene Faust nach den Zahnrädern der Zeit sucht. Das ist alles in Ordnung, Pokémon. Heute heißt es wieder hart arbeiten. Hurra! Wir sollten heute auf eigene Faust suchen, Doki. Wo sollen wir suchen? Ich frage mich. Wir können zwar suchen, aber wir haben keinen Schimmer, wo. Oh, Moment mal. Gestern, als wir draußen waren. Dieses Gefühl. Selber hatte ich am Nebelsee. Ich kenne diesen Ort. Ja, das ist es. Gestern bei den Treibsandstrudeln. Dachten wir sind in einer Sackgasse. Aber vielleicht liegt dort doch ein Geheimnis verborgen. Was ist los, Doki? Steckst du wieder in einem Tagtraum? Also, lass mal wieder zurückgehen. Wie, du willst noch einmal zur Malsandwüste? Aber wir waren gestern erst da, wir haben nichts gefunden. Ja, aber die Treibsandstrudel. Was? Als wir in der Malsandwüste waren, du hattest dort dasselbe Gefühl wie am Nebelsee? Ja, Mann. Na dann, okay, Doki, was du sagst, wird stimmen. Gehen wir noch einmal hin. Zurück zum Eisenwüste, ja. Nachdem wir Items gelagert haben und Geld gelagert haben, wir dürften da eigentlich recht viel gesammelt haben. Haben wir immer so 100 Poké oder so aufgehoben. Ich glaube, wir haben gestern unser Geld gar nicht mehr gelagert, oder? Nein, hatten wir nicht. Mann, das muss ich mir echt angewöhnen, dass ich das nicht die ganze Zeit verpeile. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Nee, nicht nehmen. Nicht nehmen, nein. Lagern bitte.
dim 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 dim. Das Lagern. Die ganzen Boxen machen wir ein andern Mal auf. Nehmen wir etwas mit. Und zwar brauchen wir ein paar Äpfel. Ja. Ich sollte mal mehr Äpfel mitnehmen, so. Also mit L. Eine Sinelbeere nehmen wir noch mit. Belebersamen noch zwei mitnehmen. Vorsichtshalber, wir wissen ja nie, ne? Wir haben ja letztes Mal in dieser Wüste da auch ziemlich Probleme gehabt. Dim, 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 dim. Warte, das holen wir uns, glaube ich, gleich. Ich werde erstmal hier gucken. Flammenwurf. Psychokinese. Oh. Nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Ich glaube, Psychokinese kann eh keiner von uns erlernen. Dürfte jedenfalls keiner können. Und Flammenwurf kann vielleicht, wahrscheinlich Libeldra später. Aber wir werden Flammenwurf später wahrscheinlich auch nochmal finden, schätze ich mal. Ich schätze schon, ja. Gucken wir nochmal nach unserem Ei. Was schafft dein Ei auf? Jo, hä? Das Ei, macht es, tut es, ob da gleich was schifft? Ganz, wird das, nein, noch nicht. Das ist, irgendwie feiere ich das ja, ne? Wir müssen auch irgendwann nochmal ins Dojo da unten reingehen. Irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja. Dim, 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 dim. Masernwüste. Mensch. Tja, wir sind wieder da. Aber es scheint noch immer nichts hier zu sein. Vor uns ist weit und breit nur Sand. Und Treibsandstrudel, wie man sieht. Gibt es hier noch sonst noch was? Vielleicht, welche Geheimnisse sollen hier verborgen sein? Es ist sehr schwach, aber ich fühle es trotzdem. Diesen Ort, ich kenne ihn irgendwoher. Aber so wie es aussieht, ich muss Dragon recht geben. Hier gibt es wirklich nichts aus als Wüste und Treibsandstrudel. Abgesehen von den Strudeln gibt es nichts. Warte, eine Sekunde. Wenn es nur Treibsand gibt, dann muss das Rätselslösung sein. Es geht hier nicht mehr weiter, oder? Was denkst du, Doki? Wo sollen wir suchen, Doki? Was hast du gesagt? Wir sollen in den Treibsand reinspringen? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Meinst du das ernst, Doki? Schlägst du tatsächlich vor, dass wir da reinspringen? Okay, ich vertraue dir, Doki. Ich glaube an dich, Doki. Ich habe es nur dank dir soweit geschafft, Doki. Als wir auf unserer ersten Erkundungstour waren. Okay, ich muss jetzt tapfer sein. Wenn ich Angst bekomme und nicht mit vollem Tempo abspringe, dann wird es sowieso nicht gut um mich bestellt sein. Wenn ich es tue, dann darf ich kein bisschen zögern. Sei tapfer, sei so tapfer wie noch nie. Damals habe ich dir auch vertraut, Doki. Ich habe es damals geschafft, weil du mir Mut gegeben hast, Doki. Meine Gefühle haben sich seitdem nicht geändert. Also, lass es uns tun. Lass uns in den Treibsandstrudel springen, Doki. Jo. Bist du soweit? 1, 2, 3, los! Oh Gott. Oh, mein Hintern. Ja, Mann, meiner auch, ey. Wo sind wir? Ist das eine Höhle? Wir sind von oben heruntergefallen. Du hast recht, Doki. Du hast recht. Das Geheimnis lag im Treibsand. Legen wir los. Das Erkunden kann losgehen, Doki. Lass uns unsere Suche nach dem Zahnrad der Zeit beginnen. Ja, Mann. Dim, 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 dim. Alter. Pionskora, ne? Heißt das Scheiß? Pionskora. Was? Holy shit, was war das für ein Damage? Heilige Scheiße! Oh mein Gott! What?
erste Ebene und gleich einen Belebersamen verbraucht, Alter. Als Pflanzen-Pokémon ist es hier echt nicht leicht. Oh Mann. Was war das? Ein Sandama, nee. Komm, hier muss es doch ein Knackleon geben. Scheiße. Das war in die falsche Richtung, Pupita. Das war definitiv in die falsche Richtung. Oh, wie süß denn gerade? Oh, wie süß. Ganz knuffig. Hallo, Pupita. Dem, 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 dem. Hallo, Sandama. Yeah. Wie Brava, ne? Das ist doch die Weiterentwicklung von Knackleon, oder nicht? Ist das nicht die Weiterentwicklung sogar? Ich glaube schon. Knackleon, Vibrava. Vibrava, Vava. Irgendwie so. Und dann die Beldra. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn es auf diese, wenn es in dieser Höhle hier kein Knackleon gibt, ne, ich flipp aus, ey. Ich flipp aus. Ich will dieses verdammte Knackleon haben. Den Kader ist jetzt nicht so. Nicht so nötig. Absorber. So ein Pionscorer wäre auch ganz geil, ne? Schade. Dim, 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 dim. Ich glaube, hier gibt es keine Knackleon. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber ich habe dieses Gefühl. Ich habe gerade keinen Bock, meinen Biss zu verbrauchen irgendwie. Was? Stock ging daneben? Coole Box, yeah. Eine coole Box, Alter, yeah. Wir haben voll die coole Box. Mhm. Oh yeah. Hallo Eisendorn. Hallo Pionscorer. Alter, ich hasse dieses. Ah! Warum geht denn so fucking viel daneben? Ah. Mann. Ey. Nee. Ich. Nee. Das. Nee. Es ist so ätzend. Es ist so verdammt ätzend. Dim, 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 dim. Den Kader hat echt nichts an Leben. Hallo Pupita. Zock. 24 Poke. Really? Vier. Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Ich würde bitte gerne Absorber fixieren. Und gerne das hier angreifen. Danke. Heieieiei. Ne, 24 Dragon, okay. Neuer Tage? Schöne Sache. Kreideschrei, dein Ernst. Kannst nicht mal irgendwas Cooles erlernen, ey? What the fuck? Dim-dim-dim-dim. Ha! Ha! Dragon sieht gerade so ein bisschen am Arsch aus. Genau, meine Genauigkeit sinkt. Oh, ist das wundervoll. Ich liebe es, wenn meine Genauigkeit sinkt. Mein Tempo ist gerade auch am Arsch. Ich greife das an. Nein! Ah, meine Genauigkeit ist sowieso schon am Arsch. Und dann noch Sandwirbel oder so. Es ist so behindert, ne? Ah. Danke. Wir sind auch Level 24. Schöne Sache, okay. Oh, ich könnte kotzen. Wir haben gerade echt Probleme, ne? Das ist echt schlimm. Ist okay. Ist okay. Ist das dein Ernst?
Das ist nicht dein... Oh. Ich könnte kotzen bei dieser Genauigkeit. Was ist das? Mann! Alter! Ohne Witz, ne? Wenn ich jetzt nicht treffe, ne, ich raste aus. Mann! Ohne Scheiß, Leute! Was ist das für ein verficktes Spiel? Junge! Meine Fresse! Das kann doch nicht normal sein! Jede verfickte Attacke von mir geht daneben! Meine Fresse! Alter! Sorry, dass ich hier so aggressiv bin oder sowas, ne? Aber das ist... Es geht nach einer Zeit echt auf den Piss. Es ist richtig, richtig ätzend. Das geht total auf die Nerven. Und da verliert man auch so den Spielspaß. Ohne Witz. Meine Güte. Alter, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, Leute. Haut da rein.